Liebe Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play State of Decay. Wir sind wieder da und, hoppala, wer platzt denn da in die Tür? Ein Missionsgegenstand. Also, Maya Torres halt. Komm, ich bring dir ein bisschen was bei. Geh voran. Okay, warte, aber bevor wir vorangehen, müssen wir uns noch kurz ausrüsten. Wir haben ja ein bisschen... Genau, wir haben nämlich in der letzten Folge... Alter, was war das bitte für ein Fight, Alter? Wie krass war das denn? Einfach voll am Fighten gewesen. Was haben wir denn hier? Kaliber 375, da haben wir ja ein bisschen was. Und ich nehme lieber die mit, jetzt die Pistole wie das Gewehr hier, weil das Gewehr halt wirklich echt total, ja, wichtig eigentlich auch ist. Da kann man jetzt, das will ich jetzt hier ungern verballern, irgendwie die Muni, auch wenn wir zwei davon haben. Kaliber 40, 56, ja. Ich will das jetzt, wie gesagt, nicht verballern. Unnötig. Wir müssen gerade mal gucken, haben wir noch irgendwo von diesen Snacks hier? Oder werden die hier gar nicht angezeigt? Kann man die nicht... Böller. Ne, ich glaube, man kann die tatsächlich gar nicht hier sehen, sondern man muss die... Scheinbar nur von unterwegs mitnehmen. Naja, passt schon. Okay, nachladen muss ich gerade auch nicht... Alter. Krass. Okay, der Status unserer Heimatbasis ist jetzt auch nicht wirklich geil. Das war auf jeden Fall schon besser. Wir nehmen mal den Basie in die Hand. Ja, das passt. Hey, Alter, nicht schießen. Hör doch auf. Oh, lass doch den Scheiß, Mann. Schießen ist nicht gut, Bro. Boah, wie viele hier mittlerweile sind. Krass. Bam. Wie ist der da durchgekommen? Da ist ein verschissener Maschendrahtzaun. Egal. Wir müssen erstmal unsere Heimatbasis safen. Bevor wir jetzt hier groß die Action starten können. Ich muss mal gerade gucken, ist hier noch was drin? Jo, guck mal, da ist noch jede Menge drin. Das können wir natürlich nicht zurücklassen. Und noch einen großen Rucksack und noch eine Pistole. Das müssen wir natürlich erstmal wegbringen. Okay, wir gehen gleich los, liebe Maya. Wir müssen uns aber erstmal hier, wir müssen erstmal den Kram zurückbringen. Weil das ja auch dem... der Basis quasi wieder gut tut, ne? Dann freuen die sich die Leute. Genau. Ich glaube, das Ding ist halt auch, dass das die... Aber das Schalldämpfer. Kann ich das... Wo kann ich das einfach hier drauf machen? Warte mal. Befestigen. Wo? Habe ich den jetzt auf die Knarre geschraubt? Ist das... Heißt das hier, dass da ein Schalldämpfer drauf ist? Ich glaube schon, ne? Warte mal. Ja doch, da ist ein Schalldämpfer drauf, das sieht man jetzt, sehr gut. Okay, das lassen wir zu Hause. Das hier auch, den sowieso und... 375, von was haben wir denn mehr Munition? Lass es doch einfach danach gehen, ich glaube, das ist besser. 132 und da haben wir... Was kommt da nochmal rein? 357. Ha, davon überhaupt noch was. Ja, doch, das passt, glaube ich, schon. Wir lassen einfach die Knarre da. Ja. Wir lassen die da und die haben wir ja jetzt. Ja, da haben wir definitiv einen Schalldämpfer drauf. Sehr gut. Ach, da über dem Radar hat man es auch gerade nochmal gesehen. Okay. Pass mal auf. Schließen Inventar. So, jetzt haben wir das hier dabei. Das haben wir. Ja, super. Okay. Maya, komm mit. Ich zeig dir jetzt mal, was ich in meiner Hose habe. Siehst du das? Das ist eine Knarre. Und je fester man drückt, desto eher kommt da ein Schuss raus. Was? Ja, ist ja schon gut. Okay, wir haben gelernt, wir müssen nicht immer jede Strecke fahren. Wir laufen da jetzt einfach mal hin, müssen natürlich aber die Eyes open haben, wie man so schön sagt. Weil hier natürlich jede Menge los ist, ne? Man will ja nicht... Man will ja nicht, man will ja nicht. Aber jetzt sind wir gleich da und jetzt können wir der Maya Torres ein bisschen was beibringen. Wir müssen uns aber angewöhnen, oder ich muss mir angewöhnen, dass ich mal die Charaktere zwischendrin auch switche. Hey, guck mal, Sonnenblumen. Ah, das sieht ja lecker aus. Ja, ich muss mir angewöhnen, dass ich vielleicht mal die Charaktere switche zwischendrin immer mal, weil... Ja. Ne? Komm. Auf da. Und rein da. Okay.
Ah, das hat er schon mal gut geklappt. Also wie Maya, so macht man es nicht. Sehr gut. Und die macht das schon super. Bam. Here, let me go fight some more, huh? Try not to attract too much attention. Schleiche zum nächsten Ort. Hä, wie soll ich denn da hinschleichen, Alter? Das ist 5000 Kilometer weit weg. Das geht gar... Also, es geht schon, aber das dauert doch Ewigkeiten. Okay, wir müssen natürlich aufpassen, weil das ist eine Zombie-Horde. Lass uns hinten rumgehen, Maya. Please come with me. Wo kommt denn der her? Ach, der möchte nur nach seinen Blumen schauen. Alles klar. Das muss ich aber leider verwehren. Batz. Okay, da drüben haben wir noch ein Häuschen. Jetzt müssen wir hier außen rum, Alter. Wie bescheuert. Manchmal muss ich alles nicht verstehen. Manchmal alles ein bisschen doof. Hey! Sehr gut. Perfektes Teamwork. Jetzt läuft die Horde da vorne andersrum, ey. Ich glaub's ja jetzt wohl nicht. Komm, dann laufen wir hier lang. Und dann einmal hinten rum. Okay. Lass abhauen. Okay, hauen wir nicht ab. Bam. Okay, komm schon, wir müssen weg hier. Wir müssen aufpassen, dass uns die Zombie-Horde da nicht sieht. Aber mit diesen Zombie-Horden ist nicht zu spaßen, ey. Das ist... Liebe Maya, ich spreche da aus Erfahrung. Gerade zu Fuß sind diese Zombie-Horden echt fürchterlich. Da unten müssen wir uns auf jeden Fall auch mal ein bisschen umgucken bei Gelegenheit. Hallo Framerate. Bleib ein Weilchen und hör zu. Was mit dir? Nix. Alles klar. Keine Ahnung, was die Framerate gerade für Probleme hatte. Aber wie es scheint, hat sie sich beruhigt. Hey. Boah, Alter, mit dem Knie. Ist ja ekelhaft. Boah, jetzt sind da schon zwei Zombie-Horden auf der Straße gerade, ey. Was? Ah, ihr wollt mich doch alle... Nein! Nicht da runterrutschen. Noch kommen. Egal. Okay, Maya bleibt oben. Das ist super. Hat gut geklappt, auf jeden Fall. Liebe Maya, das hast du fantastisch gemacht. Ich möchte fast schon sagen, fantastisch. Hey! Du, mein Freund, bist kein Überlebenskünstler. Das wollte ich dir nochmal sagen. So, ich glaube, da hinten können wir wieder hochdackeln. Was für ein unnötig langer Marsch. Das will keiner haben. Hä, was? Jetzt kommen wir hier nicht hoch? Komm. Ah, okay, doch. Ich wollte schon, ne? Nein. Okay, komm, wir klettern hier hoch. Passt schon. Ich überlege gerade, ob wir ein Auto nehmen sollen. Aber ein Auto erregt halt wieder Aufmerksamkeit. Aber wir haben es gleich geschafft. Da vorne müssen wir hin. Das passt schon. Komm, jetzt sneak mal ein bisschen. Da vorne ist an der Leitplanke einer. Der hat uns aber, glaube ich, nicht entdeckt. Da vorne tanzt einer umher. Drive-thru. Burgers, Fries, Shakes. Geil. Wäre jetzt natürlich was, aber... Toll. Kurzen Prozess und mit dir sowieso. Hältst du den fest? Super. Okay, nur zwei Zombies aufgeschreckt, das ist nicht schlimm. Das macht gar nichts. Okay, wir sneaken uns zum nächsten Ort. If you've got one, attach a suppressor to muffle the sound. Keep in mind, these things are homemade, so they don't last forever. Wie lustig die hier vorne laufen, ne? Das sieht so geil aus einfach. Ba-dum, ba-dum. Scheiße. Zombies up ahead. Go through or go around. Believe me, there's nothing worse than trying to take a shot from an empty magazine. Super, Maya hat ein paar Sachen gelernt, da kommt irgendwo einer. Hä?
Mensch, Bro, was machst du dir denn was machst du denn schwer hier? Ach, guck mal, die liebe Pan spielt Dead by Daylight. Warte mal. Sehr schön. Die gute Pan ist wieder heimlich ein Üben. Das ist ja unfassbar, die liebe Pan. Das glaube ich ja wohl nicht. Was für eine Unerhörtheit. Okay, wir müssen wieder nach Hause irgendwie. Wie kommen wir heim? Kombi. Octo Sports Limousine. Ja, ein Auto wäre natürlich jetzt nicht verkehrt, ne? So ein bisschen wenigstens. Oh, sehr geil. Die nehmen wir. Guck mal, die sieht doch heiß aus. Not now. Klar, jetzt. Jetzt da und weg. Ach, wir müssen die jetzt gar nicht mit nach Hause nehmen. Die ist schon daheim. Okay. Hilfe für Doc Hansen. Dann machen wir das als nächstes. Das Auto sieht stylo aus. Ist auch noch gut in Schuss. Jetzt müssen wir erstmal Doc Hansen helfen. Huch. Oh oh. Warte, das regeln wir. Gute alte Taktik. Oh, was ist hier denn noch einmal los? Okay, der Doc braucht unsere Hilfe. Hier? Nee. Ich würde sagen, ein bisschen weiter wie den Berg hoch. Ich glaube, da sollten wir vielleicht... Oh, das Auto ist auch schon wieder... das Auto ist auch schon wieder so gut wie Schrott, ey. Das ist doch... Boah, ja, können wir auch mit dem Auto da hinfahren. Jetzt ist auch egal. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, Fahrzeuge zu reparieren? Alter. Wir kommen. Alles gut. Lass den Doc in Ruhe. Auf den Boden mit dir. Pissgesicht. Mach das. Sauber. Obliged to you. Thought them things had my number for sure this time. What are you doing up here? Paying my respects. That's Magina, right over there. I'm sorry. It was a long time ago. At least it spared her from seeing all this. Hell, she'd probably handle it better than I do. She always was the smart one in the relationship. Now, lately, I find myself coming out here more and more regular. Talking to her sets my mind at ease. Didn't figure on them things following me this time. Anyways, appreciate the help. You find your people in need of doctor, you give me a call. Alles klar. Neue Funkoption verfügbar, cool. Was würden wir Hilfe brauchen? Medizinische Beratung. Sehr nice. Hat doch was Gutes gehabt, dass wir dem Doktor geholfen haben. Gibt's hier oben eigentlich noch irgendwas anderes, wo wir gerade sind? Nö. Geh der seltsame Übertragung auf den Grund. Okay, die Army hat mal wieder was zu melden, oder was? Wollen wir doch mal gucken gehen. Oh. Kommt ihr da näher? Ah, das gibt's doch gar nicht. Boah, ihr Pestgesichter, Mann! Oh, nochmal. Yo, Alter. Geil. Voll die krassen Moves einfach. I'm headed out. Oh, da vorne ist eine Zombie-Horde. Hi. Oh, wo sind wir hier? Wo sind wir hier jetzt?
Okay. Hier ist eine Aussichtsplattform, da wollen wir doch glatt mal hochgehen. Ach, da sind wir, okay. Waren wir hier oben schon? Toll, jetzt hören Zombies um uns, ne? Das ist ja super. Das ist jetzt aber nicht so geil. Hör mal. Okay, wir machen rechte Maustaste und gucken, was es hier so gibt. Zombie-Horde, alles klar. Fahrzeug, 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 Minimat, Baustelle, Wohnsiedlung. Haben wir soweit alles? Dickicht, Campingplatz. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich gerade bei uns die Zombie-Horden sammeln da unten. Kann das sein? Herrschaften? Herrschaften, das ist unfair, was ihr da macht, ne? Das wisst ihr hoffentlich. Es würde euch reichlich wenig interessieren, ne? Na super. Okay, schnell runter. Ja, prima. Hä, was soll man denn machen? Wenn man auf dieser verkackten Leiter hängt, Alter. Ist doch bescheuert. Kann man ja gar nichts gegen machen. So. Einmal vor, einmal zurück und gib ihm. Okay. Hängt da noch irgendwo einer? Hat's gerade so angehört. So, ich würde sagen. Was haben wir denn noch so für Missionen am Start? Ach hier, genau, die Aktivität da. Da wollen wir nochmal hingehen. We've had reports of armed civilians attempting to force our patrols to provide supplies. Be advised that I have authorized all troops to respond. Mal gucken, was die Army hier wieder macht. Alter. We're just trying to survive out here. You can't kill us for that. Uncle Sam would seem to disagree with you there. Our orders are to evict squatters with lethal force if they resist. You resisted, so just let us go. I got kids, man. And yet you're out here. Violating quarantine, unlawfully occupying people's homes. Great parenting. Look, we're sorry, right? We're just trying to get by, same as everybody. You got 30 seconds to get out of my sight. 30, 29, 28, 27, 26. Jesus. This is about the biggest crock of horse shit ever. We're done here, Sergeant. Tell your men to prep for evac and RTB. Yes, ma'am. Why don't you make yourself useful and go babysit those two? Ist das euer scheiß Ernst, Alter? Die Menschen leben alle in Panik und die scheiß Army, die versucht hier immer noch einen auf... Ach nee, das ist so ekelhaft einfach nur. Diese nationalistische Scheiße hört nicht mal auf, wenn man... Ach komm, ey. Und nicht mal, wenn die Menschheit am Abgrund steht, hört diese nationalistische Scheiße einfach nicht auf, ey. Das ist... Das brauchst du nicht, sowas. Ehrlich nicht. Lass uns erstmal die Überlebenden suchen. Hallo? Mal gucken, was sie hier finden. Ich weiß es nicht. Das ist schon mal nicht ein Überlebender. Ja, das ist ein Zombie. Ich würde mal behaupten, die sind im Allgemeinen nicht hier, oder? Nee. Hier ist schon lange niemand mehr, glaube ich. Naja. Kann man hier im Schuppen vielleicht zu. Hey, you in there? Auch nicht. This one's clear. Ah, das Lager ist sauber. Wir funken mal nach Hause. I found some supplies. Send runners for pickup. I'll get people moving. Hä? Alter, was? Hä, was war das denn jetzt? Du kriegst einen jetzt von mir, Alter. Kommt die auf einmal her? Hätte ich bei dem anderen Haus vielleicht nochmal oben gucken müssen? Ich hab keine Ahnung. Leck mich. Bam, Alter. Curve Stomp. Hallo? Wo kommst du denn her? Alter. Bam. Okay.
Hier ist schon mal nichts. Da kommt gleich einer durchs Fenster irgendwo. Ist er tot? Ja. Sehr gut. Okay, lass uns einmal nach oben gehen. Aber Vorsicht, genau. Ich glaube nämlich, da ist auch noch einer. Okay, hier ist noch mehr Kram zu plündern. What you want? Ah, sehr gut. Why don't you come with me? We've got room. Really? My God, thank you. I thought for sure we were gonna die out here. Lass mich doch mal. Mädchen, lass mich mal da durch. Geh aus dem Türrahmen raus. Können wir mal funken? Ne, können wir nicht. Scheiße. Okay, dann müssen wir selbst mal gucken, ob wir irgendwas finden können. Was ich ein bisschen doof finde, dass die sich jetzt nicht nützlich machen und selbst auch mal ein bisschen stöbern, weißt du? Das ist doch einfach scheiße. Rucksack beladen ist das, ne? Okay, genau. Okay, Ressourcen. Alter, geht doch mal von der Tür weg. Was ist denn los mit euch? Wieso stellt ihr euch denn immer in die Tür rein? Wie bescheuert kann man eigentlich sein? Haut ab jetzt. Mensch, Leute, wenn ihr mit mir mitkommen wollt, ihr müsst ein bisschen schlauer agieren. Weil so werdet ihr nicht lange überleben. Ha, ich bleib einfach mal in der Tür stehen. Ich hoffe, ich tue das Richtige. Tue ich das Richtige? Wir haben hier aber noch irgendwo was, ne? Was wird doch da stehen? Nichts mehr da. Oder? Hm. Na, ich weiß es nicht. Wir markieren uns mal zu Hause und... Ja, hauen dann mal ab, würde ich sagen, oder? Oder gibt es hier noch irgendwas Wichtiges? Hier stehen, glaube ich, noch, hier sind noch Ressourcen, aber ich finde nichts. Hm, na egal. Komm. Lass uns los, Zwiebeln, hör mal. Was ist noch ein Schuppen oder sowas? Aber da scheißen wir jetzt mal drauf. Wir brauchen jetzt erstmal eine Karre. Wie zum Beispiel diese Karre da drüben. Hit and move. You can't attack all the time. Fuck. Boah, Alter. Der hat gelitten. So, hier kommen wir am neuen Van. Rein mit dir. Okay, rein mit euch. Und jetzt nach Hause. Alter, ey. So. What did those soldiers want anyway? That beats the hell out of me. They just showed up, dragged us out onto the street and sent in those guys in hazmat suits. Started taking a bunch of samples and talking about infection vectors. Bunch of shit I didn't understand. I think that woman was in charge, Captain Montresor or something. Not like she looked at us. Sehr gut, wir haben die zwei gerettet und haben jetzt Ruhm und sowas bekommen. Und bring noch den Rucksack nach Hause. Sauber. Sehr gut, ich bringe den ganzen anderen Kram. Oh, you know, some stuff. Hm. Eine Teleskopsäge. Nein, die lassen wir natürlich da, aber was ist das? Die haben wir auf Vorrat. Und die benutzen wir ab sofort. Hä? Verwenden. Sehr gut. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's für eine weitere Folge von Let's Play State of Decay. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. There'll be birds.